Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Amazon-Haul für dich. Ja, sehr, sehr, sehr kunterbunt gemischt. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also wie gesagt, wirklich kunterbunt gemischt. Ich fange jetzt einfach mal an mit einem Haarreif, den ich mir gekauft habe. Den möchte ich gerne so bei Schminktutorial-Videos und so aufsetzen. Ich habe ihn noch gar nicht genau angeschaut. Das mache ich doch jetzt einfach mal mit euch zusammen. Das ist so ein blumiger und so und ja. Also alle Links zu allen Produkten, die hier sind, die stehen auch unten in der Infobox mit drin. Also ne, da kannst du auch mal vorbeischauen. Und ja, so sieht der Haarreifen aus. Ist ein bisschen schräg, oder? Naja, war jetzt auch nicht unbedingt teuer. Aber irgendwie hätte ich gedacht, dass der wohl komplett rumgeht. Oder eben so dann in der Hälfte oder so. Aber so, das ist ja, müsste ja quasi so sein, ne? Naja. Und so werde ich dann quasi die nächsten Schminktutorials mit euch zusammen machen. Hi. Ich finde den ganz niedlich. Die Blumis da drauf finde ich ganz schön. Und ja, das ist mein Stil. Sowas mag ich, ne? Passt auch jetzt gerade super zu meinem Oberteil. Dann habe ich noch etwas mitgenommen. Und zwar hatte ich euch da schon seit einer Weile immer mal wieder unten in der Infobox reingeschrieben, dass ich die auch mir holen wollte, weil ich habe mir hier solche Abschminkpads gekauft, die man quasi waschen kann. Da habe ich mir zwei verschiedene Sets bestellt. Einmal welche, die sind ein bisschen günstiger. Ja, ich habe meine Tür offen und Sammy spielt scheinbar gerade draußen. Super. Läuft. Genau, also einmal sind das hier ein paar günstigere und dann hier etwas teurere von Norvel. Und ich hole euch mal beide raus und dann kann man das mal vergleichen. Also jetzt nicht von der Abschminkwirkung her, sondern so ein bisschen vom Feeling. Natürlich, die Verpackung von Norvel ist deutlich hochwertiger. 10 Mikrofaserpads und Wäschenetz. Das Wäschenetz hast du in beiden Sachen mit drin. Wäschenetze finde ich per se schon mal sehr wichtig. Habe ich für so viele Dinge. Hier hast du auch so ein hochwertigeres Wäschenetz. Das siehst du auch, ne? Das ist ein bisschen dicker. Dafür ist das Wäschenetz von dem hier, so wie die ich auch so habe. Das ist halt so ein Mikrofaser, relativ harter Stoff, sage ich mal, ne? Wobei das dann von Norvel etwas ökomäßiger ist. Die von Norvel sind alle in diesem anthrazitfarbenen Farbton. Und die von dem aus China sind ein bisschen bunt gemischt. Hier bei dem von China hast du ein sehr dünnes Pad. Und das hier ist viel, viel dicker. Ne? Weil du hier auch richtig bei dem von Norvel mit den Fingern so reingehen kannst, was ich auch sehr praktisch finde. Und dann so schön übers Gesicht gehen kannst. Damit kannst du dich auch dann ein bisschen besser wahrscheinlich abschminken. Zumal das auch einfach größer ist. Ein bisschen nur, aber es ist halt größer. Dann von der Oberfläche her hast du hier bei den Norvel Pads eine viel dickere Oberfläche. Also die Fasern da drauf sind viel, viel länger. Dafür hast du hier halt so dünne Mikrofaser-Sachen. Aber das hier ist zweiseitig. Das heißt, hier ist es etwas gröber und hier ist es etwas feiner. Das finde ich bei dem eigentlich besser, dass es halt zweiseitig ist. Wohingegen du halt hier eigentlich nur mit der einen Seite arbeiten kannst, weil hier hast du ja die Finger drin stecken. Dann muss man das halt umdrehen und kann dann halt nur diese Fläche hier so nutzen. Und was ich bei denen von Norvel eigentlich ganz gut finde, ist, dass sie halt Anthrazit sind. Wenn ich jetzt so Augen-Make-up damit runternehme, ist die Gefahr, dass man die Verfärbung sieht, die dann ja irgendwann wahrscheinlich kommen werden, viel, viel geringer. Aber von der Haptik her finde ich die von Norvel wirklich besser. Aber ich werde beide auf jeden Fall austesten und hoffentlich als gute Alternative zu den ja, One-Way-Einweg-Abschminkpads, die man so kaufen kann, haben. Hoffe ich. Ich bin ja auch schon bei den Washis immer sehr gut dabei. Also die finde ich ganz gut. Ich werde mir keine Abschminktücher mehr kaufen. Also weder diese feuchten, noch halt diese Abschminkpads, die runden. Einfach um mal zu versuchen, diese ganze Geschichte als Mehrweggeschichte halt zu machen. Denn eine Waschmaschine lässt ja eh laufen. Und ob du da jetzt noch so ein Wäschenetz mit reinpackst oder nicht, macht den Braten jetzt auch nicht unbedingt fett. Das heißt vom Energie-, Wasserverbrauch, wie auch immer, ne? Hast du da jetzt auch nicht irgendwie mehr oder weniger. Also bei denen von Norvel steht hier tatsächlich auch noch eine Gebrauchsanweisung mit dabei, was du bei den China-Dingern nicht hast. Hier steht, dass man das Pad vor der ersten Anwendung unter laufendem Wasser auswaschen soll, das Pad einfach nur mit lauwarmem Wasser nass machen soll und dann das Gesicht reinigen kann. Und dass man die Pads dann später in diesem Baumwollnetz bei 40 Grad waschen kann in der Waschmaschine.
Und dass man das an der Luft trocknen soll und dass man keinen Weichspüler verwenden soll. Wird ein bisschen schwierig, denn ich benutze sowohl Weichspüler als auch, ja, meinen Trockner. Ich hoffe, dass die Pads das überleben, denn da würde ich sie tatsächlich reinpacken, muss ich gestehen. Und ich werde sie auch bei 60 Grad waschen, denn ich möchte es ja sauber haben. Naja, witzig finde ich, dass hier steht nicht bügeln. Also wer solche Sachen bügelt, dem kann nicht mehr geholfen werden. Als nächstes habe ich mir eine neue Handyhülle gegönnt, denn meine ist echt auf. Ich habe ja einen Samsung Galaxy S6. Ich verlinke euch das ja immer als meine Kamera, weil das ist mein Handy hier. In meiner Infobox auch drin. Ja, so sieht sie aus. Ja, ich mag ganz gerne dieses S-View-Cover und hinten hast du natürlich dann auch noch für die Kamera diese Aussparung. Ja, ne, das funktioniert ja bei dem Samsung ganz gut, dass du dann hier immer so ein Bild auch angezeigt bekommst, auch so ein speziell S-View-Bild, wie auch immer. Und ja, aber meine Handyhülle ist einfach, ihr seht das, ne, abgenutzt, sie ist einfach auf und naja, sie wird halt benutzt, ist mir so. Und jetzt habe ich mir neu gekauft, eine in Schwarz. Und ja. Sie ist neu, sie ist gut, sie ist mit S-View-Cover und ich hoffe, dass sie auch funktioniert und dass es dann auch bei meinem Handy gut aussieht. Kann ich euch jetzt ja schlecht einblenden, weil, wie gesagt, Handy ist meine Kamera. Das heißt, da kann ich euch jetzt einfach nur das Cover an sich zeigen. So sieht es aus. Es ist so ein dunkelblau-schwarz und das hat aber eine Oberfläche, die so ein bisschen ist wie Stoff. Und das fand ich auch ganz schön. Ja, ist natürlich ja nicht so robust, aber das Leben ist hart und ungerecht. Und ja. So sieht die aus und ich schreibe euch mal in die Infobox rein, ob das auch alles so funktioniert hat, weil manchmal hast du halt bei diesen Sachen, dass dann hier das S-View-Cover nicht so funktioniert. Dann hast du aus Versehen dir eine Nachmache gekauft. Das finde ich auch immer total furchtbar. Denn ich möchte ja schon das Original mit meinem Original-Handy haben, aber es sieht alles relativ original aus, weil das auch sehr hochwertig verarbeitet ist und ja, gefällt mir. Und endlich habe ich eine neue Handyhülle. Ich wäre nicht ich, wenn ich mir nichts irgendwie kaufen würde, was irgendwie so in die Richtung Beauty gehen würde. Da habe ich mir hier von BH Cosmetics die Aurora Lights Palette geholt. Wurde mir von vielen von euch empfohlen, als ich mein Palettenvideo hatte, was ich euch gezeigt habe, meine Palettensammlung. Und ja, was soll ich sagen, ne? Sagst du nicht nein? Ist wunderschön. Richtig krasse Farben. Also ganz ehrlich, auch von innen, ne? Die liebe ich jetzt schon. Ich blende euch auch mal ein paar Swatches ein, beziehungsweise ich swatche die ganze Palette und blende euch das mal ein. Also, ne, du hast hier hauptsächlich schimmernde Farben. Nö, es sind, glaube ich, alles nur schimmernde Farben. Ja, richtig geil. Und diese Farbrange, ne? Oh, der Wahnsinn. Richtig cool. Mich flasht vor allem dieses Polar, dieses Türkis hellblau. Mega geil. Ja, werde ich euch demnächst mal einen Look zu schminken. Jetzt bin ich gerade geschminkt und heute ist Sonntag. Heute möchte ich ein bisschen im Nude-Look auch bleiben. Und über die Palette habe ich mich sehr gefreut, dass ich sie mir geholt habe, weil ich sie einfach geil fand. Danke für die Empfehlung, Leute. Sammy hat sich gerade reingeschlichen. Also wenn ihr hier irgendwo gleich mal einen Hundekopf seht oder was tapern hört, es ist Sammy. Der wird übrigens gleich auch nochmal in meinem Video auftauchen als Guest Star. Dann werden wir was zusammen ausprobieren. Da ist er. In meinem Video zusammen mit der lieben Emilia, ich verlinke euch hier oben mal ihren Kanal, haben wir quasi uns gegenseitig ein Tauschpaket mit unseren Vorsätzen geschickt. Und mein Vorsatz war es, meine Fotos auszudrucken. Und da musste natürlich ein Fotoalbum her. Und hier habe ich Enjoy Every Moment, Every Wonderful Moment. Ja, ein richtig cooles Buch, Fotoalbum ist das. Und dann habe ich mir bei Rossmann halt schon ein paar Fotos ausgedruckt und werde dann quasi den Januar jetzt hier schon reinkleben können. Ne, Sammy? Du bist da auch mit bei. Ja. Und ja, da freue ich mich drauf, dann halt die ganzen Erinnerungen auch wirklich beibehalten zu können. Ja, wir brauchten einen Tesafilm-Abroller und da habe ich den von Scotch geholt. Den hatte ich auf Arbeit damals mal und fand den immer total super. Und jetzt habe ich mir den auch für privat für zu Hause geholt. Hast dann auch noch hier so drei Rollen mit dabei und ja, ne, es ist halt ein Tesafilm-Abroller. Ich packe viele Geschenke ein, wie
viele Tauschpakete. Da braucht man halt auch Tesafilm. Und ich hatte ja in meinem letzten Amazon-Haul gezeigt, das habe ich hier auch noch stehen, dass ich mir das Rizinusöl gekauft habe, was ich von meiner Benefit Bro Bar Lady empfohlen bekommen habe. Und dafür fehlt mir noch dieser Abfüller. Das heißt, ich werde jetzt für meine Augenbrauen dieses Rizinusöl verwenden können, indem ich das hier in diese Abfüller reinpacken werde. Ich hatte eigentlich gedacht, dass diese Abfüller auch mit einem Pinselchen sind, aber die sind jetzt wirklich nur mit so einem Bürstchen, Mascara-Bürstchen ist es ja quasi. Aber das ist nicht schlimm, denn ich kann es ja auch einbürsten. Und dann hast du hier auch noch einen Mini-Trichter mit dabei und so Stutzen und sowas. Also richtig praktisch und einfach günstig. Ne? Und es hat ein bisschen länger gedauert, bis es da war, aber es ist angekommen. So, zu den nächsten Produkten muss ich euch erst eine kleine Geschichte erzählen. Die liebe Katharina, hallo Katharina, hatte mich angeschrieben wegen dem Gutscheincode für die InStyle-Box. Den hatte ich ihr dann auch geschickt und dann so ein paar Wochen später hatte sie mich nochmal angeschrieben und gesagt, übrigens, ich habe da so einen Online-Shop. Guck ihn dir mal bitte an, wenn du möchtest. Da habe ich Sachen aus dem Bereich Tierbedarf und Babysachen und halt so Textilien und auch so Spielzeug oder Deko, würde ich eher fast schon sagen. Und seht ihr aber gleich, was ich genau meine. Und dann habe ich mir das angeschaut und ja, schön, ne? Gefällt mir, ist echt hübsch. Und dann sagte sie, hast du nicht vielleicht Bock, das mal irgendwie in deinen Videos zu testen? Und wenn du magst, kann ich dir auch noch was beilegen, dann kannst du was verlosen. Richtig geil. Also zum einen bin ich ja vor nicht allzu langer Zeit Tante geworden, zum dritten Mal mittlerweile. Und ja, fand das richtig cool und habe gesagt, ja natürlich, mega, geil, nehme ich. Also zum einen, um das halt in meiner Familie weiterzugeben, zum anderen, um das mit Sammy zusammen zu testen und natürlich auch, um an euch etwas zu verlosen. Richtig cool. Und ja, Mensch, ultra. Ich habe mich mega gefreut und ich habe die Sachen jetzt hier und möchte das gerne einfach mal mit euch zusammen hier testen. Anschauen. Wie auch immer. Ich kann keine Babyprodukte testen. Ich habe kein Baby hier. ja, dann fangen wir doch einfach mal mit dem ersten an. Da habe ich hier original Pinky Doo Bambus Pucktücher. Die sind hier so schön eingepackt in einer echt schönen Geschenkverpackung. Also das gefällt mir zum einen richtig, richtig gut, dass das nicht einfach so in der Plastiktüte kommt oder so, sondern dass du hier auch schon direkt so eine schöne Verpackung drum zu hast. Dann hast du hier so schöne Details, ne? Also richtig, richtig hübsch. Also das spricht ja schon mal für die Qualität. Und dann steht hier mit drauf, nur das Beste für dein Baby. Also richtig cool. Diese Pucktücher sind circa 1,20 x 1,20 groß, also echt groß. Und die bestehen zu 70% aus Bambusviskose, 30% aus Baumwolle und sind bei 30 Grad waschbar. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, nehme ich das eine raus, was ich nicht verlose, denn ich habe zwei. Oh, guck mal. Oh, das ist mein Füchsen. Oh, es ist süß. Oh, es ist riesig. Das ist ja echt riesig. Da kannst du quasi das Baby so drin einwickeln oder so als Stilltuch nehmen, ne? Dass du dir das so umhängst irgendwie. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich mache sowas ja nicht, ne? Dass man sich das so umhängt und das Baby dann so reinhängt. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Sehr gut. Und ach, ist das süß. Ist das süß. Also das hier ist hier das Muster. Mit so niedlichen kleinen Füchsen drauf und einem Tipi und einem Baum. Und hier siehst du auch die Verarbeitung. Die Verarbeitung ist schön. Das gefällt mir richtig gut. Dann sind das ja so dünnere Tücher. Aber die kenne ich auch noch damals. Das waren Schnuffeltücher von mir, die meine Oma mir so umgenäht hatte. Ja, ich hatte Schnuffeltücher als kleines Kind. Und ja, gefällt mir. Finde ich cool. Und auch wenn ich das andere an euch verlose, möchte ich das ja dennoch einmal zeigen, was da für ein Muster drauf ist. Deswegen werde ich gleich mal versuchen, das ganz vorsichtig aus der Verpackung rauszukriegen. Denn man kriegt es ja auch wieder rein. Das ist ja kein Problem. Oh, das muss ich gar nicht so weit auspacken. Das ist so mit Sternchen. Ach, guck mal, das ist ja süß. So mit schönen Sternchen. Das ist so weich. Ich liebe Babysachen. Echt. Das ist alles nur so schön weich und so. So Baby halt, ne? Warum werden Erwachsenenkleidungsstücke eigentlich nicht in so schönen, weichen Sachen hergestellt? Finde ich voll schade. Hier ist übrigens ein Zettel mit dran. Vielen Dank für dein Vertrauen in uns, Pinky Doo. Und dann ist hier noch eine Info, wie pucke ich mein Baby? Wie süß. So kann man sein Baby einpacken. Eine Verpackungsanleitung für ein Baby. Und das hier ist auf jeden Fall eins von den zwei Sachen, die ich an einen von euch verlosen möchte.
Als nächstes möchte ich dir etwas zeigen, was ich gleich ganz gerne mit meinem lieben Sammy testen möchte. Und zwar handelt es sich hier um ein Hand- und Fußabdruckset für wundervolle Erinnerungen. Ja, das kannst du für Babys verwenden, das kannst du aber auch mit deinem Hund machen, wenn du einen artigen Hund hast, dass er seine Pfötchen dann da reinmacht. Und dann kannst du dann noch Fotos damit reinmachen. Ach, richtig cool. Werdet ihr aber gleich nochmal intensiv von mir sehen, wenn ich das mit Sammy zusammen austeste. Und das soll echt schnell funktionieren. Dieses Hand- und Fußabdruckset bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, sich eine wundervolle und einzigartige Erinnerung an die Babyzeit Ihres Kindes zu schaffen. Die weiche Abdruckmasse lässt sich leicht verarbeiten und ein Abdruck ist auf unkomplizierte Weise möglich. Außerdem können Sie zwei Fotos von Ihrem Kind hinzufügen. Der Echtholzrahmen mit Glasscheibe lässt sich hinstellen sowie aufhängen. Durch die gewählten harmonischen, dezenten Farben und die hohe Qualität erhalten Sie eine stilvolle und langlebige Erinnerung an die Babyzeit Ihres Kindes. Oder auch an ihr Haustür. So, dann gucken wir mal, was da alles so drin ist. Also schön hier in so einer Luftpolsterfolie eingepackt. So, hier hat man dann den Bilderrahmen, wo man dann exemplarisch Bilder von fremden Babys drin hat. Ist auch cool. Und hier kommt dann später das der Abdruck rein. Hinten hast du dann einen Hinsteller und kannst es aber auch hier oben aufhängen. Richtig schön. Also das wirkt schon richtig hochwertig, riecht auch schön nach Holz. Mag ich gerne. Und ja, das ist schon das mal ist, sehr schön. Ich, ein Abstandhalter. Noch ein Abstandhalter, damit der Rahmen wahrscheinlich nicht zerkratzt während des Transports. Dann hast du hier zwei Tüten. Eine Anleitung. Ein Holzstab. Vielen Dank für dein Vertrauen. Auch hier wieder so eine schöne Visitenkarte. Also da ist auch dann der Online-Shop zu finden. Ne? Verlinke ich aber euch alles unten in der Infobox. Yonandra GmbH in Kiel sitzen die. Ach guck. Ja, und wie genau ich dann den Abdruck mache, seht ihr jetzt. So, zuerst muss man das ein bisschen kneten. So 2 bis 3 Minuten. Ich habe das erst mit den Einweghandschuhen gemacht, aber so geht es auch viel, viel besser, weil du halt durch die Wärme der Haut das ein bisschen besser machen kannst. Dann habe ich mir hier eine Alufolie ausgelegt und muss dann ungefähr 14 bis 19 cm das Ding hier eckig formen und dann ausrollen. Am besten kann man tatsächlich schon mit den Händen so eine Art Rechteck vorformen und dann legt man das auf die Alufolie. Dann nimmt man sich hier diesen Holzroller und rollt das jetzt relativ gleichmäßig aus. Die Masse lässt sich echt zäh kneten und sehr zäh mit dem Holzroller rollen, muss ich gestehen. Aber ich habe es einigermaßen hingekriegt. Oberfläche ist nicht hundertprozentig glatt, aber das kriegst du, glaube ich, bei der Konsistenz auch nicht wirklich hin, weil das ist echt zäh. Und eigentlich sollte man Lufteinschlüsse vermeiden, aber wie ihr seht, bei mir sind einige zu sehen. Und ja, ne? So ein bisschen geflickt und marmoriert sieht es aus, aber es darf ja auch gerne ein bisschen rustikaler sein. Das mag ich ja auch ganz gerne. So, jetzt ist alles vorbereitet. Jetzt geht's auf zum Abdruck. Jenny, was haben wir hier? Das ist für dich. Komm, wir versuchen das mal. Gib die Pfote. Dann setzen wir die mal hier hin. Vorsichtig. So, wie mache ich das denn? Ganz vorsichtig. So. Gucke mal. Da gibt es doch ein Jam für dich. Da gibt es ein Jam für dich. Oh, lecker. So. Noch einmal. Machen wir da. Gib die Pfote. So. Hier oben will ich die hinsetzen. Was meinst du? So, vorsichtig, ja, das raschelt, ne? Oh, fein gemacht, fein, das ist aber fein, das ist fein, ne?
So sieht jetzt unser fertiger Abdruck aus. Man sieht, man hätte definitiv mal wieder Krallen schneiden dürfen. Aber gut, so sieht man die. Ja, entweder bei Tieren oder bei Kindern. Du musst natürlich ein bisschen die Pfoten dann dran drücken. Ansonsten ne, sind die ja so vorsichtig, das wird nicht anders funktionieren. Aber es tut den Tieren ja nicht weh und den Kindern vor allem nicht. Ja, dann habe ich jetzt hier so überschüssige Kanten. Jetzt habe ich hier so ein bisschen gerade gemacht, habe ein bisschen was davon abgeschnitten. Das war jetzt nicht so viel, ne? Habe mir dafür einfach ein Lineal genommen, habe das dann so angesetzt, gedrückt und dann halt so gezogen und dann ging das total schnell. Ja, das fertige Ergebnis kann ich euch wahrscheinlich jetzt in diesem Haul noch nicht zeigen, weil das Ganze braucht ganz schön lange zum Aushärten. Erstmal muss es auf dieser Seite 24 Stunden aushärten und dann muss es umgedreht werden und nochmal 36 Stunden aushärten. Und dann kann man das erst in diesen wunderschönen Bilderrahmen reinmachen. Ja, wird also noch etwas dauern, aber ich werde es demnächst mal als Hintergrund in einem meiner Videos haben. Ja, so funktioniert das. Man braucht schon ein bisschen Zeit. Ich habe da jetzt tatsächlich, wenn ich so mal auf die Uhr linse, ein Stündchen für gebraucht. Aber ja, ne, es ist halt mit Tieren immer so eine Sache. Denen soll es dann ja auch immer gut gehen und die wollen dann ja auch nicht immer. Ja, aber es hat gut funktioniert und ich kann es euch voll empfehlen. Daumen hoch! So, und als letztes habe ich hier etwas zugeschickt bekommen, und zwar Baby- und Kapuzenhandtuch und Waschhandschuh. Mega süß, das habe ich hier einmal für einen Jungen mit einem Wal und einem Stern und einmal für ein Mädchen mit einer Krake und auch einem Stern. So, das Set für das Mädchen wird verlost. Das Set für den Jungen packe ich mal mit euch zusammen aus und schauen wir das mal an. So, von der Verpackung zuallererst. Richtig süß, diese Schlaufe hier oben. Also das ist alles so hochwertig und so niedlich und das macht mir Freude. Dann hast du hier dieses süße Logo drauf mit so einem süßen Bärchen. Das besteht aus 100% Baumwolle. Das Handtuch ist 76 x 76 cm groß und der Waschlappen ist 22 x 14 cm groß. Das kannst du bei 40 Grad waschen. Das ist so ganz speziell gefaltet, ne? Ob ich das wieder so reinkriege? Ui, ui, so, ui. Hier haben wir einmal den Waschhandschuh. Der ist hier oben schön rund. Das gefällt mir auch richtig gut. Und es fühlt sich auch sehr, sehr schön an. Gefällt mir. Es ist richtig toll hier drauf genäht. Also das ist qualitativ wirklich gut. Dann hast du hier auch, dass es gestickt ist. Dieses Blaue, das gefällt mir auch gut. So, und jetzt haben wir hier dieses unfassbar süße Handtuch. Oh, ist das niedlich. Es ist halt, ne, dass du hier oben dann diese Kapuze hast, wo man quasi dann den Kinderkopf reinmachen kann. Das ist dann echt niedlich bestickt, hier mit dem Wal drauf und hast du die Stickereien und oh, das ist echt hübsch. Und ja, es ist auch echt groß, ne? Dann hat das außenrum zu auch noch so eine Bordüre. Guck mal, wie schön, das ist so wellenmäßig da drauf, ne? Das Muster, richtig hübsch. Das gefällt mir richtig gut und ich weiß auch, wer sich darüber freuen wird. Ja, ich habe es jetzt ja halbwegs wieder ordentlich hier reingekriegt. Also mega cooles Set. Also das finde ich richtig cool. Ich werde die Mama von unserem Neffen, also quasi meine Schwägerin ins Spiel, mal fragen, ob sie mir eine kleine Review dazu geben kann. Das würde ich euch dann unten in die Infobox reinschreiben. Ja, und wie gesagt, das ist das Set für den Jungen. Das behalte ich, aber das Set für das Mädchen, das wird auf jeden Fall verlost. Und in diesem Video gibt es dann zu gewinnen einmal ein Pucktuch von Pinky Doo. Das ist mit diesen grauen Sternchen drauf. Und dieses Mädchen-Set mit Kapuzen, Handtuch und Waschhandschuh. Die beiden Sachen könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist relativ simpel. Wie immer ist es bei mir, irgendein Hashtag muss verwendet werden. Oder du schreibst, dass du gerne an der Verlosung teilnehmen möchtest. Und ja, dann lasse ich die Verlosung immer ungefähr 4 Wochen laufen. Und benachrichtige dann den Gewinner. Alles steht aber auch unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei. Und ja, dann würde ich einfach sagen, ich hoffe, euch hat mein kleiner, aber feiner Haul gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!